Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Vor ein paar Wochen war ich bei Catrice in Frankfurt und wir haben über so ein paar Sachen gesprochen und dann wurde ich ins Reich des Make-ups entführt und hatte eine riesengroße Theke vor mir mit Produkten, die ich noch nie in meinem Leben in der Drogerie gesehen habe. Und ich dachte mir einfach, es wäre vielleicht cool mit euch einfach ein paar neue Produkte auszuprobieren. Ein paar habe ich schon probiert, ein paar habe ich noch nicht probiert und ich zeige euch heute ein paar geheime Produkte, die ich so entdeckt habe. Und wenn ihr wissen wollt, welche das sind, was wir daraus Schönes machen können, dann bleibt jetzt einfach dran. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe es eben schon so ein bisschen gesagt, es war wirklich wie ein Paradies dort. Eine riesengroße Theke und ich durfte mir ein paar Sachen mit raussuchen und dann haben die mir das freundlicherweise zugeschickt. Es ist keine Kooperation oder so, also ich werde nicht bezahlt, dass ich dieses Video mache. Ich will es nur klarstellen, damit es einfach nicht irgendwie doof rüberkommt, wenn ich sage, das Produkt ist sehr gut oder das Produkt ist halt sehr schlecht, sondern ich habe hier einfach ein paar Produkte, die ich noch nie benutzt habe und von ein paar Produkten wusste ich nicht mal was und ich glaube, dass auch viele von euch die Produkte noch nicht kennen, aber manche sind wirklich, wirklich gut. Und ich denke, wir fangen einfach mal so ein bisschen an. Ich erzähle euch so ein bisschen, was ich über die Produkte schon weiß. Ein paar Produkte habe ich ausprobiert, ein paar noch nicht. Und obviously habe ich meine Augenbrauen schon drauf. Ich habe auch ein paar neue Augenbrauenprodukte bekommen. Die habe ich auch so ein bisschen probiert mit zu benutzen. Aber es ist sehr, sehr schwierig für mich, Augenbrauenprodukte neu auszutesten, wenn ich sie einfach noch nie wirklich benutzt habe. Und deswegen habe ich meine Augenbrauen heute mit meinen üblichen Produkten gemacht. Als erstes möchte ich primen. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil ich habe drei verschiedene Primer. Ich glaube, wir benutzen zwei. Und da habe ich einmal hier die Pure Radiance Glowriser Drops. Ich glaube, sowas Ähnliches gab es schon mal von Love. Das ist so, ja, so eine gelige Flüssigkeit und da sind kleine Perlen drin. Und der soll ein bisschen blurren und ein bisschen glowen. Living for that. Und ich gebe mir hier mal so zwei Pumpstöße auf meine Hand und verteile das dann schon mal so ein bisschen. Ich habe Feuchtigkeitspflege schon benutzt. Okay, krass. Also ich sehe, dass da so ganz, ganz feine Schimmerpartikel mit drin sind. Es fühlt sich sehr feucht an, aber auch gleichzeitig wieder so ein bisschen sticky, also so, dass ich das Gefühl habe, dass die Foundation darauf gut halten würde. Und für alle, die noch dran sind, in diesem Video wird es auch eine kleine Verlosung geben. Dazu komme ich dann aber irgendwann im Laufe des Videos. Und ein Teil der Bedingung ist natürlich, dass ihr Abonnent meines Kanals seid und den Rest erzähle ich euch später. Und der Primer ist jetzt so ein bisschen eingezogen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber so einen leichten Glow habe ich schon bekommen. Und ich möchte aber noch einen zweiten Primer benutzen. Ich mache das ganz gerne eigentlich so ein bisschen Multi-Priming, Double-Priming, Triple-Priming manchmal auch. Und da habe ich einen schwarzen Primer bekommen. Das ist der Black Blur Smoothing Primer. Und ich glaube, den gibt es nur online exklusiv. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und schaut euch das bitte an. Wie krass sieht das aus? Es sieht aus wie so ein Aktiv-Kohle-Schokopudding. Und das verteilen wir einfach mal hier in dem Bereich, wo ich ein paar vergrößerte Poren habe. Und sobald man das ausblendet, ist auch das Schwarz eigentlich weg. Ich habe den gestern schon benutzt und vorgestern. Und ich muss sagen, das sieht Bombe aus. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von Pore Blurring Primern. Aber ich habe festgestellt, dass sich irgendwie bis jetzt noch nichts verkapselt hat unter meiner Haut. Dass ich irgendwie Einlagerungen bekommen habe oder so. Aber es fühlt sich sehr, sehr weich an in meinem Gesicht. Auch die Foundation, ihr werdet es wahrscheinlich gleich im Video noch sehen, sitzt sehr, sehr gut auf diesem Primer drauf. Beziehungsweise vermischt sich so ein bisschen. Das sieht super, super natürlich aus. Ich schaue mal, dass ich die Produkte, wenn ich sie finde, euch unten verlinke. Ein super guter Primer auf alle Fälle. Bei dem weiß ich nur nicht, den habe ich jetzt das erste Mal probiert. Aber ich finde den eigentlich schon so hübsch mit diesen kleinen Perlen da drin. Dann kommen wir zu Foundations und ich war schock, dass ich das noch nie probiert habe. Ihr kennt mit Sicherheit alle die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice. Es gibt seit kurzem oder seit einer Weile schon die Radiance Foundation Longwear mit Smooth Glow und Buildable Coverage. No way. In Kombination, ich habe sie die letzten Tage in Kombination mit der HD Coverage Foundation probiert. Bombe. Dieser Glow ist unnormal. Ich werde mir auch jetzt gleich eine Mischung daraus machen und da habe ich mich richtig gefreut. Das ist so eine Mischplatte mit so einem kleinen Spatel und da kann ich jetzt auch die Foundation mit drauf rummischen und ich erkenne dann einfach, wie viel Produkt noch drauf ist. Finde ich eine mega süße Sache. Ich schüttel beide Foundations mal, gebe mir von beiden Foundations jeweils einen Pipettenstoß drauf. Die Radiance Foundation ist sehr, sehr flüssig und die ist auch ein bisschen dunkel noch im Moment, aber jetzt so für den Frühling, für den Sommer funktioniert das ganz gut. Ich nehme dann einfach meinen Spatel und mische das auf meinem Plättchen so ein bisschen zusammen. Und das Schöne ist, man kann diese Plättchen einfach super schnell abwischen. Und ich war einfach schock, dass ich
diese Foundation einfach noch nicht kannte und sie ist so wunderschön im Gesicht. Ihr werdet es gleich sehen. Und das ist auch eine der ersten Foundations oder eine der wenigen Foundations, die ich gerne mit einem Pinsel einarbeite, weil ich das Gefühl habe, so kann ich ein bisschen weniger Produkt benutzen, aber es wesentlich besser verteilen. Und ich mache erstmal die eine halbe Seite und ihr könnt sehen, der Kraft ist da. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Kombination mit der normalen liegt, aber dadurch, dass ich beide gemischt habe, finde ich, habe ich diesen leichten Glow auf jeden Fall noch mit drin, aber auch die Deckkraft der anderen und es ist halt nicht ganz so super dewy und hält einfach, finde ich, den ganzen Tag. Und ihr könnt sehen, also ich habe wirklich extrem wenig Produkt verwendet, aber es ist einfach super hohe Deckkraft. Ihr könnt sehen, ich habe einfach immer noch extrem viel Produkt auf meinem Plättchen hier. Und ich gehe jetzt einfach mit meinem Ember-Schwamm hier einmal rein und arbeite einfach nochmal alles wirklich tief in die Haut ein und nehme wirklich nur noch ganz bisschen Produkt auf, weil der Schwamm saugt natürlich wieder Produkt ein bisschen weg, was ich mir eben aufgegeben habe. Aber ich habe mir schon ein bisschen weniger Produkt aufgegeben. Und dann sieht das Ganze wirklich wunderschön aus. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich am Freitag bei einem Job in Köln war. Und als ich dort von der Make-up-Artistin geschminkt wurde, war ich so schockiert, dass sie die Foundation einfach nicht gesettet hat. Und das sah so fantastisch aus. Im Alltag ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wenn man eine matte Foundation hat, dann muss man das nicht unbedingt machen. Vor allem, wenn man eine trockene Haut hat. Aber da ich verhältnismäßig schnell hier in der T-Zone öle, sette ich halt doch irgendwie gerne meine Foundation. Und ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen länger hält und wenn ich mich ausziehe oder so, ich nicht die ganze Foundation überall in meinen Klamotten habe. Foundation ist einmal eingearbeitet und ich muss sagen, dass das Ganze wirklich extrem natürlich aussieht. Die Farbe passt perfekt. Ich habe hier einmal in der Radiance Foundation die Farbe 20 und in der Liquid Coverage Foundation die Farbe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die heller hier und somit mische ich das Ganze so ein bisschen. Steht jetzt hier leider nicht drauf. Dann gibt es, und auch das wusste ich nicht, ein Lippenöl mit süßer Mandel. Und das gebe ich mir jetzt, während wir das restliche Make-up machen, einfach so ein bisschen auf die Lippen. Und auch das benutze ich schon seit ein paar Tagen. Ihr könnt sehen, es ist schon ein bisschen leerer. Und das lasse ich einfach so ein bisschen einziehen. Falls ihr Liquid Lipsticks benutzt, macht den dann am besten einfach weg, aber eure Lippen fühlen sich super, super weich an. Ich habe auch noch einen Contouring Stick. Das ist aus dieser Triangle Edition, glaube ich. Triangle, nicht Triangle. Und ich habe den hier in Ashy Brown. Ich finde ihn wirklich ashy. Und damit gehe ich einfach nur hier unter meinen Lippen lang. Einfach, dass sie noch ein bisschen voller aussehen. Weil dadurch einfach hier nochmal so ein kleiner Schatten entsteht. Hier möchte ich ihn nicht benutzen. Ich finde, dazu ist er mir tatsächlich zu aschig. Im Moment finde ich es ganz schön, wenn die Kontur so ein bisschen wärmer ist. Das passt einfach aktuell besser zu meiner Hautfarbe. Aber kommen wir nun zum Concealen. Und ich glaube, das Produkt kennt ihr mittlerweile. Es war früher mein Go-To-Concealer. Ich habe hier nämlich die Liquid Camouflage Waterproof High Coverage Concealer. Das war damals der Concealer. Es gab in der Drogerie nichts Besseres, finde ich. Und das war so vor Tarte Shape Tape Zeit, aber schon krasse Deckkraft und ich habe wirklich diesen Concealer zerstört. Jeden Tag habe ich diesen Concealer benutzt. Irgendwann habe ich dann aufgehört, den zu benutzen, weil es dann einfach auch andere Concealer gab, aber er ist einfach wirklich immer noch gut. Und den arbeite ich mir recht schnell ein. Ich habe ihn jetzt Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie schnell der antrocknet jetzt. Und auch den gibt es mittlerweile in mehreren Farben, was ich sehr gut finde. Und ich hatte euch ja in einem meiner letzten Videos diesen Trick mit diesem Schatten hier so ein bisschen erzählt. Ich liebe das. Also das ist aktuell einfach mein absoluter liebster Make-up-Hack. Ich finde, es sieht super, super schön aus. Diesen, ja, könnt ihr jetzt einen Unterschied zwischen der Hautfarbe hier und meiner Concealer-Farbe hier sehen? Es liftet einfach das komplette Gesicht. Probiert das unbedingt aus. Ist wirklich der Trick des Jahres. Zum Baken benutze ich mein Jeffree Star Puder. Ich liebe dieses Puder wirklich über alles. Ich habe es mit verschiedenen Concealern ausprobiert und es funktioniert mit jedem bis jetzt. Ich habe jetzt mittlerweile auch die andere Farbe, Topaz. Ich dachte eigentlich, dass ich eine Farbe heller gekauft habe. Sie ist wirklich super dunkel. Und das mische ich mir aber so ein bisschen mit Translucent, weil ihr könnt sehen, das ist halt doch schon sehr gelbstichig und sehr dunkel, finde ich. Und dann gehe ich gleich mit meinem Schwamm rein. Für den Rest meines Gesichts möchte ich ein anderes Puder benutzen und auch das ist wieder von Catrice, das ist das Extreme Blur Puder. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich hoffe es, weil es ist wirklich krass. Es
Ich habe noch nie ein so fein gemahlenes Puder gesehen. Es ist wirklich ganz, ganz fein. Es hat so einen leichten rosa Stich. Den, finde ich, erkennt man aber nicht mehr, wenn man ihn auf der Haut hat. Und damit sette ich so ein bisschen meine Stirn, weil ich möchte diesen Glow ja trotzdem noch behalten von der Foundation. Aber einfach, dass das alles so ein bisschen gesettet ist. Einfach rübergehen. Und es blurrt wirklich krass. Also es blurrt, finde ich, wesentlich besser als der von Jeffree Star. Hätte ich nicht gedacht. Und mit dem Rest, den ich auf meinem Pinsel habe, nehme ich auch gleich das Baking-Puder weg. Im Moment bake ich zwar immer noch gerne, aber nicht mehr so lange, weil ich will nicht, dass es mein Gesicht austrocknet. Und ihr könnt sehen, also das Topaz und das Translucent highlightet halt wirklich den Under-Eye-Bereich noch so ein bisschen. Und mit dem Rest, den ich hier einfach noch drin habe, verblende ich das alles ein. Ich benutze im Moment gerne verschiedene Puder und mit diesem Blur-Puder verbindet sich alles und das fühlt sich wirklich an wie weich gezeichnet. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich Filter auf meinen Videos habe. Ich schneide mit iMovie und da geht das leider nicht. Deswegen hole ich euch jetzt mal ein Stückchen heran, dass ihr auch wirklich meine Haut erkennen könnt. Das ist so das Dunkelste, was ich jetzt gerade hinkriege. Also ich habe keinen Filter drauf. Ihr könnt sehen, es sieht natürlich jetzt alles noch ein bisschen trocken aus, aber diese Puder, die ich hier benutze und die Lampen natürlich, die soften alles einfach wirklich gut aus. Ich wollte euch das einfach nur nochmal zeigen, dass ihr auch wirklich seht, dass ich keine Filter benutze oder so, sondern einfach nur durch verschiedene Puder, die einen Blurring-Effekt haben, einfach ja, eine recht dicke Puderschicht habe. Und natürlich das Make-up, was ich hier mache, ist nicht unbedingt alltagsfähig, weil es einfach für Kamera und Kameralicht ausgelegt ist und somit einfach ein bisschen intensiver aussieht. So sieht das Ganze wirklich schön aus. Ich möchte jetzt auch ein bisschen bronzen und ich liebe seit neuestem Bronzer mit Glow. Und da gibt es den Sun Lover Glow Bronzer. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe Sunkissed Bronze. Der hat so eine super schöne Struktur mit drin. Sieht aus wie so die Medusa. Ich gehe einfach mit meinem großen Bronzerpinsel von Luisa hier rein. Ich habe den auch noch nicht benutzt. Ich weiß also nicht, wie stark er schimmert. Er sieht aber schon recht schimmernd aus. Und damit klopfe ich mir das Produkt wieder so ein bisschen rein. Ich finde, das Ganze sieht dann einfach weicher aus. Und damit gehe ich hier auch gleich so ein bisschen an meinen Hals. Ich finde, das Ganze sieht dann so ein bisschen natürlicher aus. Als nächstes kommen wir zum Blushen. Das ist einer meiner Lieblingsblushes. Den habe ich mir jetzt nochmal ausgesucht. Und zwar ist das von Catrice die Blushbox Waterproof und Sweatproof. Ich glaube, das war aus dieser Sport Edition von denen. Der Glistening Pink Blush. Auch der hat Schimmer drin. Ich finde, es sieht einfach im Moment bei meiner Haut am schönsten aus, wenn ich einfach so einen leichten Schimmereffekt mit drin habe. Ich nehme von BH Cosmetics den Pinsel, gehe rein, klopf ab und platziere mir das recht weit vorne hin. Ich finde, das sieht dann immer so ein bisschen süßer aus. Und ich möchte gerne süß aussehen und nicht so hart. Und es ist ein ganz subtiler Blush. Ich nehme jetzt noch mal einen anderen Pinsel, damit ich ein bisschen großflächiger arbeiten kann. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen ganz leichten Glow erkennen könnt, aber es glowt süß. Es ist so ein leichtes Babyrosa. Living for that. Und dann kommen wir auch schon zu Highlighter. Und da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ich weiß nämlich nicht, welchen ich benutzen möchte. Das sind diese Glowy Highlighter. Ich habe ihn einmal in der aus der Glow Patrol LE 1001 Muse, 1003 Icon und 1002 Aphrodite. Aphrodite ist eher so ein bisschen Rose Gold mäßiger. Deswegen glaube ich, nehme ich die Farbe Icon. Love it. Und gehe jetzt mit einem großen Pinsel hier von Luisa, der ist dafür genau perfekt. Es gibt Klopfe ab und gehe dann wirklich großflächig. Wow, okay. Schaut euch das bitte an. Was ist das für ein Highlight? Der sieht so verdammt nass aus. Krass. Ich verblende das Ganze nochmal so ein bisschen. Also ich muss den jetzt so ein bisschen abmattieren, weil der ist halt wirklich... Da. Krass. Okay. Richtig schock. Dann gibt es ein Brow Boost Serum. Das soll die Augenbrauen angeblich ein bisschen länger werden lassen. Das ist einfach so eine kleine Pipette. Das gebe ich mir jetzt schon mal so ein bisschen mit rein, dass über den Tag auch ein bisschen meine Augenbrauen geboostet werden. Ich glaube, man soll das einfach nur nass machen. Vor allem an kargen Stellen über Nacht. Naja, gut, okay. Wir machen das heute Morgen. Kann ja nicht schaden. Dann möchte ich mir was auf die Lippen geben und da weiß ich jetzt nicht genau, was ich nehmen möchte. Einmal habe ich hier den Generation Plump Shine Gloss und einmal den Volumizing Lip Booster. Ne, Lippen sind groß genug und wir nehmen jetzt den Generation Plump and Shine Lip Gloss in der Farbe Rosy Amber. Einen Trick habe ich am Wochenende gelernt mit Lip Gloss. Ich benutze nicht so viel Lip Gloss oder Produkte auf meinen Lippen im Alltag, aber probiert immer Lip Gloss
aus den Mundwinkeln rauszunehmen, weil das Ganze sieht dann immer ein bisschen aus wie Sabber, wurde mir gesagt. Und das stimmt auch eigentlich, weil hier so... Muss nicht unbedingt sein. Eine Sache fehlt noch und das ist Mascara. Und da habe ich auch zwei verschiedene. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Das ist die Lash Growth Mascara, die Glam & Doll Boost. Also die Glam & Doll ist ja so eine der bekanntesten Mascaren von Catrice, glaube ich. Ich habe die früher gerne benutzt. Jetzt habe ich sie irgendwann dann nicht mehr benutzt. Und die hat so ein Bürstchen hier. Also ein recht schmales. Das möchte ich unten benutzen. Aber ich curle mir erst meine Wimpern. Und auch da habe ich eine Wimpernzange, die habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Die habe ich auch schon eine ganze Weile, die ist auch von Catrice. Die hat halt wirklich einen guten Grip. Das Bürstchen ist mir ein bisschen klein, muss ich sagen. Also ich habe halt gerne große Bürstchen. Dann gibt es noch was zum Setten und die sind ganz neu ins Sortiment gekommen. Das sind die verschiedenen Sprays. Ich glaube, es gibt auch verschiedene davon. Ich habe jetzt hier Hydrating, Prime and Care. Man kann es also auch als Primer benutzen. Oh, das riecht gut. Das riecht so ein bisschen... Ich finde das Wort männlich bei Düften schwierig, aber es riecht ein bisschen männlich. Es ist Aloe, Matcha, Panthenol. Also es riecht sehr erfrischend, herb. Nicht würzig, herb. Ich kann keine Gerüche beschreiben. Auf jeden Fall war das ein Full Face Only Using Catrice Produkte, Freunde. Und wie findet ihr es? Ich bin wirklich mega begeistert. Und wenn wir jetzt noch so ein, zwei Stündchen warten und die natürlichen Öle meiner Haut durch die Foundation und das Puder kommen, Bombe. Die letzten Make-up-Tage bei mir waren wirklich bombastisch mit dieser Foundation. Ich glaube, dass das eine meiner neuen Lieblingsfoundations werden könnte. Ich muss das aber noch ein bisschen ausprobieren. Ich gebe euch dazu auf jeden Fall in den nächsten Wochen Feedback. Und kommen wir doch jetzt mal zu dem kleinen Gewinnspiel, was ich hier für euch noch mit habe. Alle Produkte, die ich nicht benutzt habe, werde ich an euch verlosen. Ich habe noch ein riesengroßes Pinselset bekommen und noch so ein paar andere Sachen. Das wird alles in eine Box kommen. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst einfach Abonnent meines Kanals sein. Damit unterstützt ihr mich und ich möchte euch gerne was zurückgeben. Und schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr wollt. Und falls ihr kein Instagram habt und mir da noch nicht folgt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euren Instagram-Namen oder eine E-Mail-Adresse oder irgendwas, wie ich euch erreichen kann, hinschreiben kann. Und ich lose den Gewinner nächsten Montag aus. Den kontaktiere ich dann über E-Mail oder Instagram. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Ich danke euch, dass ihr hier mit dabei gewesen seid. Ich habe euch lieb. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.